Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge The Long Dark. This stuff will come in handy. Ja, letzte Woche. Letzte Woche. Ja, letzte Woche war letztes Jahr. Nein, in der letzten Folge haben wir Milton verlassen. Haben noch die letzten Schlüsse geschafft. Was mich echt freut. Gab eine Errungenschaft. Hatte ich nämlich selber so noch nicht geschafft. Finde ich toll. Ja, Methuselah oder Methuselah. Ich nenne ihn aber Methusa. Fertig. Also Methusa ist auch hier. Der ist irgendwie überall. Und hat uns was von Mutter Natur erzählt. Bin ich ja gespannt, was denn noch so kommt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir gegen Mutter Natur kämpfen oder sowas. Aber wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Was ich auf jeden Fall noch weiß, sind die Lichter, die irgendwann kommen. Womit man hier und da ein kleines Problem haben kann. Oder auch nicht. Je nachdem. So. Ausdauer, ja, geht. Oh Gott, nicht runterfallen. Also nicht wieder runterfallen. Oh Gott, das geht runter. Ich sehe uns jetzt gestern überladen. Cool, cool, geschafft. So, wo sind wir? Ja, da sind wir. Bei müde, okay. Gott, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich mag keine Höhen. Höhen sind doof. Tschüss, Milton. Haben wir hier was? Nö. Ah, sieht schon cool aus. Sieht echt cool aus. Und ich muss mal eine Screenshot-Taste echt woanders hinlegen. Ich würde mir wahrscheinlich demnächst noch so ein extra Tastaturpad holen, wo ich die Tasten mit Makros belege. Fidon. Und das. 55 Minuten. Ah, scheiße. Wir waren ja müde. Und es wird gleich dunkel. Noch besser. Wie denkt der Bengel mit? Lauf. Schneller. Ein paar kleine Snacks mitnehmen. Moment, wir haben doch. Nein. Aber irgendwas los. Ich weiß. Ich Vollidiot. Ne, hier. Trinken. Natürlich ein bisschen.
Durchschnitt gute 700 Kalorien, die wir jetzt gesammelt haben. Wenn nicht sogar schon 1000. Also hungern sollten wir nicht. Ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig, dass ich hier alles mitnehme. Aber wir brauchen es. Wir wollen ja überleben. Was wir bis jetzt auch gut gemacht haben. Aha. Wir sind die Alpha. Zack. Oh, hier ist cool. Also hier würde ich mir ein Häuschen bauen. Also jetzt vielleicht nicht genau hier, aber hier so Steine wegkloppen, eine Spitzhacke, zack, Häuschen. Oh, was haben wir da? Oh, kommen wir da hin? Wäre cool. Weil das Auto oder der LKW hat mir jetzt gerade nichts gesagt. Und eine Brücke haben wir auch gesehen, ne? Ja. Ja. Doch. Sagt mir nichts. Cool. Oh, ich mag's, wenn ich was Neues finde. Mildenregion verlassen. Tun wir. So, hier dürften wir jetzt hoffentlich kein Dings finden. Kein Tierchen. Das heißt, ich mache euch mal Licht. Und mir, weil, ja, ich doof. Ich übersehe sonst wieder die Hälfte. Okay, da haben wir nicht. Wo die Musik jetzt nicht gerade sah, das wäre hier nichts. Lang. Was haben wir hier? Kohle nehmen wir mit. Ah, siehst du, Kohle müssen wir echt noch aufpassen. Die brauchen wir später auf jeden Fall. Warum, sage ich jetzt noch nicht, aber wir brauchen definitiv Kohle. Ist der jetzt auch... Ah, gut, er ist auch und lässt Licht an. Cool. Das ist mega. Gut, weiter. Kaffee hält auch gut lange an, ne? Nein, auf. Und ja. Also bis jetzt war eigentlich nie ein Wolf oder ein Bär oder sonst hier drin. Aber man weiß ja nie. Was die Leute sich hier ausdenken. Um einen zu ärgern. Haben wir nichts. Ah ne, komm. Die Kohle lassen wir liegen. So, wisst ihr was? Wir lassen die gesamte Kohle hier liegen. Dann wissen wir wenigstens, wo wir welche finden, wenn wir den brauchen. Aber Holz nehmen wir mit. Ja doch. Ich glaube, hier kommen wir auf jeden Fall auch hin mit der Kohle, wenn wir sie dann brauchen. Wäre blöd, wenn die Höhle denn weg wäre. Okay, gleich haben wir Licht. So, aus. So.
und Höhle verlassen. Ja, und wie es aussieht, haben wir es geschafft. Die erste Folge, beziehungsweise die erste Episode von Wintermute haben wir geschafft. Credits lasse ich noch ein bisschen auslaufen. Wahrscheinlich haben wir es jetzt durch, die Credits. Echt gutes Timing. Woohoo. Ja, gut, wir haben jetzt gerade mal 13 Minuten. Ich würde sagen, wir machen weiter. Also 13 Minuten Folge will ich jetzt nicht wirklich einfach nur raushauen. Das ist mir zu wenig. Das sieht cool aus. So. Und weiter zu Episode 2. Bis gleich.
you back to me. I'm not sure I can carry much more. Hey. Damn it. Not again. No. The lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Kill it? I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels, and I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well... closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. My next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies, or another radio we can use. You might find some comms gear, or parts, in the old Carter Dam. That's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. It used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him. But you might scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out.
Ja, und willkommen zu Episode 2, Kapitel 1. Der verletzte Pelzjäger. Ju! Gib her! Geil! Piu, 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 piu! Geil, 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 geil. Was haben wir hier? Nichts, toll. Was haben wir da? Okay. Die können wir nehmen, aber die Fackel nicht. Wie doof. Hey, Affenfell. Kann ich nicht nehmen, toll. Wie gemein. Buch, Schweinefleisch. Seife. Was haben wir hier noch? Nichts. Holz können wir auch nicht nehmen. Okay. Hey. Boah. Eine Kiste, wo ich nicht ran kann. Wie gemein. Ah, Karte. Karte? Aber, nee, wir haben trotzdem eine Karte. Okay, Lagerbüro. Wir sind hier. Da müssen wir hin. Okay. Sollten wir hinkriegen. Was? Ja. Mach du mal. So, 30 Kilo, das ist jetzt unser hier. Das gibt uns. Alles. Ja, das können wir auch mal hier ablegen. Dann kann das schön trocknen. Hier legen wir anders hin. Frischer Darm. Getrocknetes Dings. Was haben wir hier? Stoff. Frisch. Getrocknet. Frisch. 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 Getrocknet. Das kommt jetzt alles hier hin. So. Alles. Na, stopp, bald mal lieber. Das haben wir hier. Komm, den packen wir auch erstmal weg. Den behalten wir. Steine behalten wir. Zwei nehmen wir mit. Zwei nehmen wir mit. Lassen wir, das nehmen wir auch so mit, das machen wir gleich mal fertig. Klamotten. Ciao. Da ruhig hinten. Alle. Die behalten wir mal auch noch. Komm, noch ein Tee. Haben wir zwei Stück. Haben wir auch noch genug von. So, 16 davon. Haben wir die noch weg? Die Lupe packen wir weg. Streichel sobald wir mal, ne? 10, 20, 30. Ja, vor. Ja. So. 60. Ja. So, passt. Ja, das behalten wir. Bargeld ist im Anzünden. Können wir theoretisch auch hier lassen.
Okay. So, oh Gott, immer noch so viel. Das ist nicht so geil. Es wären 4 Kilo, die wir mitnehmen können. Viel zu wenig. Ja, Hasen brauchen wir erstmal nicht. So. So. Ja, nehmen wir den mit. Lassen wir hier. Schwarze brauchen wir auf jeden Fall. Die Axt definitiv auch. So. Garen. Essen. Voll. 24 Kilo, yeah. Oh, ein bisschen haben wir sogar noch. Okay. Ja, das ist echt ärgerlich. Ich meine, diese 4 Kilo, ne? Die sind echt hart. Ja, und 4 Kilo die Knifte. So, noch einer. Oh, toll. Alles eingeladen. Yippie, yeah. Ah, brauchen wir nicht. Uhrzeit ist noch okay. That trapper's my key to getting out of here. He'd better not die on me. Das geht. So, dann haben wir die Knifte komplett voll. Jo, der erste Wurf, der kommt mir, Leute, wisst ihr Bescheid. Bin zwar jetzt nicht so fürs Tier töten, aber hier mache ich meine Ausnahme. Echt. Anstrengende Reise bis jetzt, ne? Wölfe über Wölfe, jetzt noch einen dicken Bären. Den wir mit der Knarre hier aber auch nicht wegkriegen. Also, zumindest nicht tot. Bitte nicht wundern, wenn ihr seht, dass ich gezielt auf etwas zulaufe. Ich kenne es ja. Also, ich kenne es schon. Lass mir noch mal liegen. Could end up being useful. Also ich wusste genau, dass hier einer liegt. Sagen wir es mal so. Ja, vieles weiß ich nicht mehr, aber einiges habe ich mir noch behalten. Auch ganz genau, wie doof der Bär ist. Also nicht, nicht im Sinne von, der ist dumm, sondern dass er einfach nur nervig ist. Obwohl er früher hat er eine ganze Zeit lang nichts gemacht. Erst als wir ihn jagen müssen. Und dazu wird es noch kommen. Was logisch ist. Weil wenn wir weg wollen und er jagt uns, ja, müssen wir ihn halt jagen. Oh, cool. Rindentee.
Kassette. Gott, ich hoffe, ich kriege da mit dem Schießen rein. Das wäre echt praktisch. Mal überlegen, wo wir unser Base mäßig machen. Ich glaube, wir bleiben direkt bei dem Pelzjäger. Wir haben es im vollsten. Da müssen wir erstmal nicht lang. Haben wir noch irgendwie was? Die auf jeden Fall. Geil. Also, war ja. Ja, voll so viel darf ich auch nicht mit looten, weil in Dings im Katerstaudamm, hat er gesagt? Ja, ich glaube Katerstaudamm. Da dürfen wir bestimmt eine Menge Loot haben. Eine Menge. Und da es ein etwas längerer Weg ist, werde ich jetzt mal ein bisschen weniger sprinten. Und jetzt kommen wir nämlich nicht zurück. Ohne uns irgendwo zwischendurch auszuruhen. Ich glaube, das werden wir so oder so machen müssen. Angenehm ruhig gerade. Ich wollte gerade an der Hinten ein Wolf. Aber ist wohl nur was mit Grafik. Wo? Da. Nö. Okay. Getroffen habe ich nicht, ne? Nö. Ja gut, das war schon mal verkackt. Echt jetzt? Mann! Ah, da haben wir eine Ausdauerziel, eine Zielausdauer. Der dritte Schuss, der wird den wohl setzen müssen. Hoffe ich. Boah, das ist mir richtig peinlich. Der lag da schon. Schön viel, ne? Aber das war damals schon echt böse. Das durfte man nicht wirklich essen. Ah, stimmt. Vierteln konnte man ja auch. So, 2 Stunden, 1 Stunde 10. Machen wir 1 Stunde 10. So. Nee, komm, den essen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Wolfsfell, das ist geil. Da können wir bestimmt bald was draus machen. Aber da können wir jetzt Munition drin finden, ne? Ach, verdammt. Verdammt.
Ja, unser erster Wolf. Was ist das? Also, das ist das Haus. Mystery Lake. Lake Mystery. Okay. Was? Ein Witz? Gleich drei? Nö. Ich würde sagen, das Haus, den See lassen wir aus. Ne? Cool, wir brauchen nicht einmal Licht. Ah, ja doch. Nö, die brauchen wir nicht. Nö, das, ihr könnt auch alles sehen. Dose brauchen wir nicht. Oh, gefrorene Angler. Der gefrorene Angler, ein Level über das Eisfischen. Ja. Cool. Fange einen Fisch an einem Angelloch. Finden in Eisfischerhütten. Ne, brauchen wir nicht. Excellent. Ja. Oh, geil. Und da mal Öl. Na komm, nehmen wir jetzt mal alles mit. Und packen uns einfach was Nützliches denn rein in den linken Behälter. Parkhinweis. Ein Hinweis, der an den Wächter des Provinzparks von Rätselsee gesendet wurde. Aufgrund des ungewöhnlichen kalten Wetters dieses Jahr schließen wir den Provinzpark Rätselsee etwas früher als üblich. Stellen Sie sicher, dass alle Camper ihre Sachen gepackt haben und bereit für den Abtransport mit den Schienenwagen sind. Wer nicht mitfährt, muss zu Fuß aufbrechen. Nicht gerade angenehm. Schießen Sie wie gewohnt alle Seehütten ab und stellen Sie sicher, dass alle Vorräte in bärensicheren Behältern verstaut sind. Und bitte nehmen Sie dieses Jahr die Flagge ab. Nach dem letzten Winter mussten wir sie ersetzen, da der Wind sie einfach in Fetzen gerissen hat. Sobald Sie das Lager abgeriegelt haben, melden Sie sich bitte beim Förster Aussichtsturm. Dort vermutet man, dass jemand den Aussichtsturm benutzt hat, um Jagdausrüstung zu lagern und alte Tierfelle zu trocknen. Kann ich behaupten, dass ich Sie an diesem Hinterwäldlerposten beneide? Seit den Erdbeben geht großer Bär echt den Bach hinunter. Rücken Arsch. Alles gut hier. Brauchen wir nicht. Bücher. Nächstes Papier. Also Papier lasse ich auf jeden Fall liegen. Okay, da waren wir schon drin. Oh, das ist wichtig. Vielleicht auch nicht so. Nicht ganz so wichtig. Oh ja. That'll come in handy. Jo, schön. Ein Briquet. Ja, cool. Müssen wir Minecraft zocken? Nicht? Ah, looten. Schlüssel zur Seehütte 3. Gut. Dann steht dem Eisfischen nichts entgegen. Okay, nichts. Cracker. Okay, den nehmen wir noch um. Wir haben ein bisschen Stoff. Okay. Dann haben wir noch Stoff. Normale Bücher.
Normale Bücher. Müll. Schlimme Zeiten, wenn man nicht mal mehr Müll findet. What have we here? Thermounterhose. Was hatten wir eigentlich schon, ne? Ach, nehmen wir mit. Können wir wieder erstmal wegpacken. Was haben wir hier? Cargohosen haben wir. I need to drop something. Ja, ja, kannst du gleich. Oh. Dö. Ort, Rätsel, See und Umgebung. Ein Informationsblatt mit Informationen zu Großer Bär. Präsentiert vom Heimatverband Großer Bär. Nee, das wird zu viel. Ich scroll ein bisschen und dann könnt ihr ja Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. So. Das ist dann echt ein bisschen übertrieben. Also so eine Riesentexte. Nee. Geil. Munition. Seht ihr? Zack, meine Schiebe. So, Sportsocken brauchen wir nicht. Den habe ich auch. Okay. Dann gehen wir mal runter. Ja. Dann gehen wir hier rein. 20 Kilo. Ja. Wolfspelz. Halten wir das weg. Das weg. Da haben wir noch einen, da haben wir noch vier. Behalten wir alles. Na, zeig ja, Thermosen haben wir. Weg. Karosen haben wir auch. Weg. So, Medizin haben wir jetzt nicht gefunden. Ein Brikett erstmal weg. Das behalten wir. Was ist denn jetzt schon wieder so schwer? Wolfspelze ist doch gar nicht so schwer. So, Schlafsack. Hä? What, also 3 Kilo ist mir echt zu wenig. Ey, komm, bis dort. Ciao. Nobody needs this anymore. Ich bin ja echt gerne gut vorbereitet, ja, aber ich hab ungerne, echt? Ach ja, den hab ich alles abgelegt, ne? Aber ich schreibe mich ungerne bei meinem Loot ein. Also, nee, Loot muss sein. Und jetzt sieht ja schon ein bisschen besser aus. Jetzt können wir, uns 5 Kilo leisten, das passt. Haben wir jetzt schon mal mehr Rezepte? Nö. Okay, was haben wir hier? Ah, guck mal. Eine Schnur können wir nicht machen. Anhaken können wir auch nicht machen. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Und das ist alles zusammen. Gut. Nö, da wollen wir nicht raus. So, wir könnten eigentlich jetzt angeln gehen. Die Sache ist, wir brauchen natürlich auch Feuerholz. Und wir haben es. Wir haben jetzt gleich schon Nacht. Nee, komm, wir gehen erstmal da zum Katerstamm.
Okay, nur noch ein Wolf da. Haben wir Wasser? Haben wir. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon wieder überzogen. Hihi. Ja, ich weiß, wo wir einen Cut machen. Ein bisschen laufen wir noch. Da oben will man noch hin. Da. Da liegt er noch. Ihr seht wahrscheinlich auch schon wo. Kommt jemand mal ein Reh? Ne? Es kommt kein Reh. Na Leute, also mal, wie weit habt ihr das Spiel schon? Habt ihr auch schon die neue Episode gespielt? Was haltet ihr davon? Ja, ich habe jetzt bis Episode 3 schon gespielt gehabt. Vor über ein Jahr, zwei Jahre. Also ein, zwei Jahre ist es her. Hat mir eigentlich bis dahin gut gefallen. Hab zwar von vielen gehört, dass sie die nicht ganz so toll fanden. Aber schreibt mir gerne, wie ihr das findet. Besonders Episode 4. Das würde mich echt interessieren. Natürlich keine Spoiler, um Himmels Willen. Aber wie ihr sie jetzt allgemein findet. Und das finde ich zum Beispiel hier blöd. Nichts drin ist nicht gut. So. Guck mal, da haben wir Fell. Okay. Und da hinten. Und haben wir denn da? Okay, stopp. Ja. Können wir zur Not wegschmeißen. Und können wir den zur Not auch umlaufen? Ich glaube nicht. Oder wenn er artig. Hättest du es mal gelassen? So, ja, Därme haben wir eigentlich genug. Ich nehme die mit. The sun set. It's gonna get a lot colder soon. Jo, wird kälter, wissen wir. Ah, verdammt, da wollte ich doch cutten. Gut, da hinten cutten wir. Ständig vergisst man die Zeit. Renn. Spawnen die eigentlich nach? Das könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ob die nachspawnen. Das wäre interessant zu wissen. Weil dann würde ich natürlich alle hier weg. Also überreden, die weg, das weggehen. Also, ich schicke sie dann weg und dann sind sie weg. Genau. Ich schicke sie in die Karibik. Können sie das Fell hier lassen. Und rein hier. Die ist so. Kommt auch keiner rein. Na toll, dunkel. So, was wir hier alles finden, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.